Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 30, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Erhebung einer Abgabe für die gebietliche Absatzförderung von Wein, Drucksache 19/6277 und Drucksache 19/6126. Das Wort hat Frau Abg. Feldmayer. Bitte schön. Die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz zum Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Erhebung einer Abgabe für die gebietliche Absatzförderung von Wein, Drucksache 19/6126, lautet: Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz empfiehlt dem Plenum einstimmig, den Gesetzentwurf unverändert anzunehmen. Vielen, vielen Dank. Dann lasse ich über diesen Gesetzentwurf in zweiter Lesung abstimmen, nachdem keine Aussprache gewünscht wird. Wer dem zustimmt, bitte das Handzeichen. Das sind alle Fraktionen des Hauses. Damit gibt es auch keine Enthaltung und keine Gegenstimmen. Somit stelle ich fest, dass dieser Gesetzentwurf in zweiter Lesung zum Gesetz erhoben worden ist.